Hallo Ridex, schön, dass du da bist. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Hallo, freut mich auch, ja. Erste Frage gleich einmal vorweg. Ridex, bist du ein großer Pferdefan oder bist du ein begnadeter Radfahrer? Okay. Oder woher kommt der Name? Nein, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört, den Vergleich. Nein, ich heiße im Nachnamen Riederich und von dem her abgeleitet. Ja. Alles klar, okay. Na dann liegt es nahe. Wir haben uns natürlich auch auf Social Media über dich etwas informiert, haben uns all deine Stories angeschaut. Du nimmst deine Instagram-Community auch immer mit auf die Bühne. Ist richtig, mit nach Schladming, mit auf Summer Splash. Und ich habe diese Frage ja auch schon Max Duke gestellt. Was persönlich taugt dir denn mehr? Die Poolpartys auf Summer Splash oder die Après-Ski-Partys in Schladming? Ich finde, es hat beides seinen Reiz. Also was die zwei Partys gemeinsam haben, ist auf jeden Fall die Energie. Weil einfach alle in Partylaune sind, in Schladming, in Ferien oder eben auf Naturreise. Also das ist schon ganz was anderes. Und selber auch begnadeter Skifahrer in Schladming oder bist du da eher nur hinter den Turntables zu finden? Ja, ich tue eigentlich schon gern Skifahren, aber die letzten 4 Jahre, wo ich in Schladming als Resident eigentlich jedes zweite Wochenende durchgespielt habe, bin ich original in 4 Jahren vielleicht 5-mal Skifahren. Also so viel Zeit bleibt da nicht. Ja, das glaube ich eh. Du hast 2015 ja mal kurz überlegt, das DJ-Sein auf die Seite zu legen, aufzuhören, und Rudi MC hat das nicht durchgehen lassen und wollte dich wieder auf der Bühne sehen. Warum hast du überlegt, da aufzuhören? Richtig, also ich habe früher unter einem anderen Namen aufgelegt, das heißt Rising Teachers hat das geheißen, da haben wir zu zweit aufgelegt und der ist dann weggezogen und dann hat sich das einfach immer mehr auseinandergelebt und dann war eben dieser Schritt, okay, entweder ich lasse es jetzt sein oder ich fange jetzt nochmal mit was Neuem an, was ja auch nicht so leicht ist, weil es ist ja schon eine Hülle da an DJs und ja, dann habe ich eben die Gelegenheit gekriegt, dass ich auf Summer Splash das erste Mal mitfahren habe dürfen und ja, da sind wir noch im 5. Jahr, Summer Splash. Sehr gut, also Summer Splash hat dich wieder in die Höhe gepusht und hat dir auch getaugt, hat deinem Start natürlich gut getan. Ja, richtig. Sehr gut. Noch eine kurze Abschlussfrage, du hast ja einen besonderen Hang zum Süßen. Was ist denn deine Lieblingsspeise oder was machst du selbst am liebsten? Das ist jetzt gar nicht so eine leichte Frage, dadurch, dass ich muss sagen... Er vernascht gerne süße Mädchen. Er vernascht süße Mädchen. Ist richtig, ja. Nein. Pascal Kitzmüller von 2 Tagesbad, danke. Nein, ich muss sagen, eigentlich ist ich am liebsten Schweinsbraten, weil einfach noch 8 Stunden in der Konditorei durchgehend Süßes, das... Hey, also das braucht man dann privat auch nicht mehr so viel dann. Okay, also es ist jetzt nicht die gewöhnliche Süßspeise, die man kennt, aber Schweinsbraten finde ich auch voll in Ordnung. Vielen lieben Dank für deine kurzen Minuten hier an Zeit. Wir freuen uns schon sehr, wenn wir dich mal wieder in Schladming sehen. Wir kommen dich auf jeden Fall in der Tenne besuchen. Ja, danke dir.